All attendees are in listen-only mode. So, hallo und herzlich willkommen zu unserer AutoCAD-Webinar-Reihe Erweitern Sie Ihren eigenen AutoCAD-IQ. Heute haben wir das Thema die dritte Dimension, Lasercutting mit AutoCAD 2017. Meine Kollegen Carsten und Martin werden die hauptsächliche Präsentation durchführen. Ich werde Sie durch das Webinar begleiten, anmoderieren, ausmoderieren, noch ein paar Fragen stellen. Carsten wird dann den ersten Teil der Präsentation übernehmen und dann wird Martin übernehmen. Bevor wir beginnen, also wie bisher auch, es ist möglich, dass Sie jederzeit irgendwelche Fragen uns stellen können, die im Fragen- und Chatfenster. Wir werden versuchen, die im Hintergrund so schnell wie möglich zu beantworten. Teilweise werden wir auch die Fragen öffentlich machen. Die Präsentation wird aufgezeichnet. Wenn das Webinar zu Ende ist, werden Sie eine E-Mail bekommen mit einem Link, wo Sie dann alle Daten zur Verfügung stehen haben. Jetzt noch ein paar Informationen, so ganz allgemeine. Wir haben ein deutsches Forum, wer das jetzt noch nicht weiß. Jetzt wissen Sie es. Gehen Sie auf das deutsche Forum. Es gibt zu verschiedenen Produkten ein eigenes Forum-Thread, einen eigenen Forum-Thread. Und ja, wir würden freuen, wenn Sie sich hier beteiligen würden. Und jetzt noch ein paar Informationen zu dieser Webinar-Serie. Das nächste Webinar wird dann am 27. April stattfinden. Merken Sie sich den Termin einfach mal vor. Und das Thema wird dann noch rechtzeitig bekannt gegeben, was es genau wird. Das wissen wir nicht. Ich hoffe, wir werden dann für Sie ein interessantes Thema rausfinden. Sie können natürlich auch jederzeit das uns dann vorschlagen. Haben wir nachher nochmal einen Link. Da können Sie dann einfach sagen, hallo, ich hätte mal ganz gern dieses Thema, dass Sie mal darüber reden. In der Mitte in diesem Rechteck finden Sie noch zwei weitere Links. Das eine ist eben der Link zu unserer Boxseite ganz unten. Da finden Sie die ganzen Videos, PPTs und Beispiel-DWGs oder sonstige Materialien, die hier im Webinar verwendet wurden. Drüber ist noch ein Link zu der YouTube-Seite, wo dann die ganzen Webinars, die wir hier halten, hochgeladen werden, die Sie dann von dort aus herunterladen können. Die rechte Seite möchte ich vor allem auf das AutoCAD Beta-Programm aufmerksam machen. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, schreiben Sie uns eine E-Mail mit diesem Absender, jeweils für AutoCAD und für AutoCAD LT. Dann haben Sie die Möglichkeit, an der Entwicklung oder sagen wir mal die Beta-Version von AutoCAD und AutoCAD LT mit anzusehen und sich mit zu beteiligen, zu sagen, ja, das gefällt mir gut oder das gefällt mir gar nicht so gut, können Sie nicht das und das noch reinbringen. Last but not least haben wir noch die Autodesk Knowledge Network Seite. Das ist, wenn Sie mal Probleme haben, eigentlich sollte das Ihre erste Seite sein, wo Sie dann nachsehen und vielleicht auch schon hier erste Informationen finden für Ihr Problem. Ob das jetzt Downloads sind, hier können Sie irgendwelche Objekt-Enablers, Hotfixes, Service Packs herunterladen oder auch Language Packages. Sie finden auch Anfänger und fortgeschrittene Videos und erste Schritte und Lernen untersuchen. Unter Fehlerbehebung können Sie auf verschiedene Artikel zugreifen. Es gibt dann auch einen Link zu Foren, zu den passenden Foren, wo Sie Ihr Thema suchen können und wahrscheinlich auch ziemlich schnell finden können, weil inzwischen haben wir schon mehrere 10.000 Artikel veröffentlicht. So, bevor wir allerdings beginnen, möchte ich jetzt erst einmal noch zwei Fragen stellen. Meine erste Frage lautet, ist dies Ihr erstes AutoCAD Help Webinar?
Ja, 85% haben geantwortet. Ja, okay. Also, 91% sind alte Hasen. Es freut uns, dass Sie wieder dabei sind und dass Sie uns die Stange halten. 9% sind neu. Und da freuen wir uns ganz besonders. Und ich hoffe, dass wir Sie hier überzeugen konnten und können und dass Sie sich weiterhin daran beteiligen. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, lautet: Welche AutoCAD-basierte Applikation verwenden Sie? AutoCAD, AutoCAD LT, irgendwas anderes, AutoCAD-basierendes oder ganz was anderes wie Inventor? Okay. Ja, so sieht's aus. Die eine Hälfte, eine gute Hälfte verwendet AutoCAD, die andere gute Hälfte verwendet AutoCAD LT. Wir haben noch ein paar Anwender von Architecture, MEP, Electrical, etwas weniger von Civil 3D, Map 3D und es gibt schon noch andere Applikationen, die hier auch verwendet werden. So, jetzt geht's eigentlich los. Der Carsten sitzt heute nicht neben mir. Der ist heute ist sozusagen vom meldet sich vom Ammersee. Schauen wir mal, wie die Leitung ist. Ich hoffe, die Leitung ist gut. Ich höre dich gut. Ich hoffe, ihr hört mich auch. Ja, ich höre dich super, klasse. Also du, Sehr schön. ich mache dich mal zum Präsenter, dann kannst du jetzt mal gleich loslegen. Gut. Jetzt sehen wir hier meinen zweiten Bildschirm, denke ich mal, oder? Was siehst du? Ah, ich kann es auswählen. Ah, sehr schön. So, kann man meinen Bildschirm sehen, Bernd? Ja, ich sehe dich. Gut, wir sind in der dritten Dimension heute wieder. Es geht ums Laser Cutting mit AutoCAD 2017. Ist eigentlich keine große Geschichte und die gute Nachricht an alle AutoCAD LT-Verwender oder LT-User, alles kann man auch mit LT machen. Das ist ja nicht immer so, wenn wir diese dritte Dimension behandeln. Die Themen heute sind im Grunde drei Bereiche. Das eine ist die Dateiaufbereitung in AutoCAD, das mache ich heute. Und die Exporteinstellungen und direkt unsere Erfahrungen im Team mit dem Lasercutter kommentiert dann der Martin Langolf. Hier sehen wir auf der rechten Seite ein Modell, muss ich fast sagen, aber es ist im Grunde genommen das Grundgeschoss unseres Bostoners Makerspace. So schaut es da tatsächlich aus. Es ist in Wirklichkeit sehr viel voller. Aber da stehen tatsächlich diese Roboterarme rum und man kann diese Gerätschaften auch mieten. Das ist ungefähr dasselbe wie bei uns in München mit dem Makerspace in Garching. Und dort kann man auch als Laie sich an Geräte wagen, die man normalerweise nicht so in die Hände bekommt. Ich wechsle mal in mein AutoCAD und habe hier folgende Datei vorbereitet oder aufbereitet. Das ist die Grundlage von dem Ergebnis, was wir irgendwann im Mitte letzten Jahres mal besprochen haben, als wir das Schachbrett kreiert haben. Wir haben auf der einen Seite hier diese Schachfiguren erstellt mit den Befehlen Rotation, Sweep und so weiter. Und wir nehmen diese Datei nun als Grundlage und bereiten die für unseren Laserdrucker oder Lasercutter auf. Generell muss man sich überlegen, ganz im Vorhinein, was möchte ich denn später mit meinen Dateien oder mit meiner Datei machen? Wo soll sie hingehen? Und in diesem Fall ist es eben der Lasercutter.
Und wir brauchen sozusagen im Kopf die Vorbereitung, wie machen wir das? Worauf muss ich achten, damit es am Ende richtig rauskommt? Das ist wie beim klassischen PDF-Plot oder Druckergebnis. Ich kann nicht in den Computer Dinge hineinstecken, wenn ich mir keine Gedanken mache, wie sie am Ende wieder rauskommen sollen. Also wir haben im Grunde genommen für die Schachfiguren ein Holzbrett ist das. Und aus diesem Holzbrett werden diese Schachfiguren ausgeschnitten. Das Holzbrett hat eine bestimmte Dicke und wir werden das so aufbereiten, dass wir im Grunde genommen, ich habe hier mal diese Zieldatei aufgemacht und schalte auf den Röntgenblick. Wir werden hier Formen ausschneiden lassen und die dann sozusagen ineinander stecken. Es schaut dann so aus wie hier. Ist keine große Sache im Grunde genommen. Die Aussparungen, die wir erstellen müssen, im Grunde genommen der Materialstärke entsprechen. Und für das Brett selber nutzen wir ein paar Besonderheiten unseres Laserplotters oder Lasercutters. Ich habe das hier mal in Farben markiert. Es ist alles in Englisch. Wir lernen ein bisschen Englisch dabei. In Deutsch kann ich das auch sagen oder werde es in Deutsch sagen, aber es ist immer gut, wenn man auch die englischen Begriffe kennt. Also alles, was weiß ist, ist sozusagen ein Raster, oder wird für eine Rastergravur verwendet. Das heißt, der Lasercutter geht nicht durch das Material durch, sondern graviert nur etwas ein. Das könnte jetzt etwas Raster könnte in dem Fall eben ein Schraffurobjekt sein, was wir hier erstellt haben. Es könnte aber auch ein Bild sein. Da zeigt der Martin nachher noch ein paar Bilder, wie das dann ungefähr ausschaut. Also ich könnte jegliches Rasterbild als Grundlage für eine Gravur verwenden. Wir haben hier in blauer Farbe einen Vektorcut, einen äußeren und einen inneren. Also wenn wir hier zum Beispiel den Umfang dieses Bretts markieren, ist das hier, der stellt das den äußeren Laserschnitt dar und die gelben Linien den inneren Laserschnitt. Ich muss mir natürlich jetzt Gedanken machen, was will ich zuerst ausschneiden? Will ich erst hier ein großes Viereck ausschneiden und dann die kleinen Figuren innen drin und ich laufe dabei Gefahr, dass sich das Ganze etwas bewegt auf meinem Plot-Tisch und dann habe ich ein ungenaues Ergebnis. Deswegen kann man hier bei manchen Laser-Cuttern eben einen externen und einen internen Laser-Cut einstellen. Ich kann auch nicht nur Raster, sondern auch Vektoren eingravieren. Das haben wir hier bei der Umrandung des Schachbretts. Wir wollen das hier nicht einen geraden Schnitt haben, sondern wir wollen hier nochmal eine Gravur haben und dann vielleicht eine etwas tiefere, zum Rand hin ein schönes Muster, dass es zum Rand hin ein schönes Muster gibt. Hier haben wir, und der rote ist eine flache Gravur, haben wir hier eben auch. Also es geht flach los und dann etwas stärker. Ganz wichtig bei diesem Projekt ist, meine Größe meines Druckauflage, also sagen wir den Tisch, wo vom maximalen Format gesehen, was kann der Lasercutter behandeln. Das habe ich mir hier eingestellt. Das geht wunderbar in AutoCAD mit dem Befehl Limits oder auf Deutsch Limiten. Die kann ich hier einstellen in einem erstmal an- oder ausschalten, da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Also wenn ich die einschalte und hier den linke untere Ecke markiere, kann ich jetzt hier zum Beispiel die rechte obere Ecke markieren und dann sehe ich hier, das sind meine Limits. Ich habe mein Grid-Display, das ist eine Systemvariable, so eingestellt, dass ich auf meinen Limits sozusagen, meinen Grenzen dieser Oberfläche, mein Raster angezeigt bekomme. Grid Display, wie gesagt, ist eine Systemvariable, die ich mir anzeigen lassen kann in der Hilfe.
Oder ich gehe in die, wenn ich die Express-Tools habe, für alle Vollversionsbesitzer von AutoCAD, sind die Express-Tools stehen zur Verfügung, und in diesen Express-Tools habe ich einen Systemvariablen-Editor, der mir dieselben Angaben gibt wie die Hilfedatei. Also hier habe ich jetzt hier meine möglichen Varianten, wie ich mein Grid oder mein Raster einstellen kann und wie es dann dargestellt werden soll. Ich gehe da, mache das mal rückgängig. So, kommen wir auf die Limits nochmal zu sprechen. Wenn Sie mal Ihren Kollegen oder Kollegin ärgern wollen und zur Weißglut treiben, warum der oder diejenige nicht arbeiten kann. Ich zeichne hier mal eine Linie. Sie sehen, ich drücke hier draußen außerhalb meiner Limits und das funktioniert nicht. Da kann ich gar nichts machen. Ich kann weder messen noch zeichnen noch irgendwas kopieren oder verschieben. Da geht nichts. Wenn ich meine Limiten ausschalte, dann funktioniert das wieder. Jetzt kann ich hier wieder meine Linie zeichnen, so wie ich es gewohnt bin. Also wenn Sie mal denken, in meiner Zeichnung geht mal nichts mehr, Sie haben eventuell auf die Kommandozeile geguckt und da steht dann, hier gibt es einen kleinen Hinweis außerhalb Limiten. Liegt dann daran, dass diese Limiten eingeschaltet sind. Gut, kommen wir zu den Figuren, wie ich die aufbereite. Das ist im Grunde ganz genommen auch recht einfach. Ich mache das mal beispielhaft an unserem Bauern. Hier haben wir ursprünglich unsere Außenlinie. Das ist jetzt eine Polylinie. Wir hatten ursprünglich eine Kurvenlinie als Spline. Mit den Spline-Kurven geht das nicht. Also ich muss mit dieser Linie über die rechte Maustaste, sind das jetzt hier Splines noch? Über die rechte Maustaste gehe ich auf Spline, das ist kein Spline, und kann diese Spline-Linie in eine Polylinie umwandeln. Ich brauche quasi zwei Ansichten, eine von der Seite und eine für das Gegenstück, was ich dann ineinander stecke. Und hier würde ich jetzt einmal überspiegeln, mir diese Außenlinie auf die andere Seite bringen. Definiere den ersten Punkt der Spiegelachse und den zweiten Punkt, bestätige das Ganze. Ich habe mir hier ein Hilfsobjekt gezeichnet. Das ist im Grunde die Aussparung, die ich auf dieses Objekt oder auf diese Figur anwenden möchte. Diese Aussparung ist genau unsere Materialstärke und die Höhe entspricht im Grunde genommen der Hälfte dieser Höhe des Bauern. Die schiebe ich da rein und muss dann darauf achten, jeder Vektor, den ich setze, der wird sozusagen geschnitten. Das heißt, wenn ich hier eine Aussparung haben möchte oder die beibehalten möchte, dann sollte ich hier auch eine Lücke lassen. Ich mache hier mal, schneide hier mal auf. Das lasse ich offen. Das brauche ich noch später ein bisschen öfter. So, Enter. Und jetzt kann ich hier das hier wegschmeißen, das hier brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Und jetzt hätte ich schon eine Seite für meinen Bauerfigur, Schachbrettfigur geschnitten. Die Linien müssen nicht unbedingt zusammen eine Linie ergeben. Der Schnitt des Lasercutters geht im Grunde genommen hier weiter. Das Ganze könnte ich jetzt, um das Gegenstück zu erzeugen, kopieren. Schiebe das mal hier rüber und würde das hier nochmal einfach nach oben spiegeln, entlang dieser Achse, dann dürfte das genau passen. Die unteren lösche ich und schließe diese Linie wieder. Nehme ich einfach das und schneide mir oben das auf, dass ich das dann auch später ineinander stecken kann. Da gibt es jetzt mehrere Methoden. Entweder Sie wählen hier dieses am Punkt brechen Werkzeug und lassen hier an
snappen. Dann haben wir hier dieses kleine Stückchen, können wir der Vollständigkeit halber löschen. Oder Sie nehmen den Trim-Befehl, der würde auch funktionieren. Das ist ganz, wie Sie möchten und wie da Ihre Vorlieben sind in dem Programm. Wenn ich jetzt zum Beispiel Trim, Trim ist der englische Befehl. Hoppala, jetzt war ich zu schnell beim Tippen. Langsamer tippen. Trim heißt auf Deutsch stutzen. Und ich möchte hier an den kreuzenden, ich hoffe es funktioniert. Ich habe es nämlich, nicht ganz. Mag er nicht mehr. Ich mache das jetzt mit meinem, ich bevorzuge eigentlich diesen Befehl hier. Da kann ich, habe ich das Gefühl, ich habe mehr Kontrolle über das, was das Programm macht. Machen wir den auch noch weg, um da vollständig zu sein. Und dann schaut das so aus. Ich habe zwei Stückchen oder zwei Ebenen von meiner Figur und kann die dann später ineinander stecken. Die Vektorlinien sollten möglichst auf den richtigen Layern und in den richtigen Farben dargestellt sein. Wir haben hier einen Befehl, kenne ich auch wieder nur jetzt aus dem Stegreif, den englischen Befehl Match Properties oder Eigenschaften anpassen, EIG anpass auf Deutsch. Ich kann mir irgendwie die englischen Befehle oft besser merken, die machen, das finde ich, etwas sinnvoller. So, jetzt hätten wir den Bauern sozusagen fertig und genauso gehen wir bei den anderen Figuren auch vor. Da gibt es allerdings ein paar Dinge, die wir beobachten oder bedenken müssen. Zum Beispiel beim Turm sollte kein Problem sein. Der Turm schaut rechts und links oder von allen Seiten gleich aus. Aber wir haben hier den Läufer und der Läufer hat hier diese Einsparung diese für das Visier. Das heißt, wir sollten unsere Aussparung an der unteren Seite, für diese Seite erstellen. Und auf der anderen Seite, wo diese Aussparung nicht ist, können wir den oberen Schlitz erstellen, um es ineinander zu stecken. Dasselbe gilt im Grunde genommen für unseren König. Wir haben hier auch ein Kreuz. Wir brauchen das Kreuz nicht ineinander stecken. Das heißt, da wo das eine Seite hat oben dieses Kreuz drauf und muss dann eben den Schnitt hier unten haben oder die Lücke hier unten, und die andere Seite ohne Kreuz hat die Aussparung hier oben. Für das Pferd, die können wir jetzt nicht einfach so oder brauchen wir eigentlich nicht über Kreuz komplett ineinander stecken. Da gibt es dann nur diesen kleinen Sockel und wir machen unsere Aussparungen eben hier in den Sockel und dementsprechend hoch auch hier in das Gegenstück hinein. Das heißt, am Ende habe ich einen Satz an Figuren, der ungefähr so ausschaut. Also hier sehen wir den Springer mit dem Sockel. Hier sehen wir die Dame und hier sehen wir die Besonderheit mit dem Kreuz von der Königsfigur und so weiter. Dasselbe hier mit dem Visier, die Aussparung ist unten und auf dem 90 Grad gedrehten Stück ist die Aussparung oben. Kommen wir zu dem Schachbrett. Wie schon gesagt, ich mache hier mal den Layer aus, damit Sie das sehen. Das Schachbrett wurde so generiert, dass wir hier Hilfslinien haben, die uns helfen, hier diese Schraffuren zu setzen. Also ich habe hier eine Schraffur gesetzt, die jeweils Weiß und Schwarz sich abwechseln. Weiß heißt, es wird etwas eingraviert. Schwarz heißt, das Material wird so belassen, wie es ist. Was wir jetzt allerdings beachten müssen, wenn wir das jetzt, hoppala, wenn wir das jetzt so an den Drucker oder an den Cutter schicken, wir müssen diese Linien entweder löschen oder ausschalten. Sonst haben wir am Schluss 64 kleine
Quadrätchen, die wir dann in einem kleinen Puzzle zusammenkleben können, weil der Cutter sozusagen jede Vektorlinie, wie gesagt, als Schnittlinie definiert. Das heißt, wir müssten hier die entweder auf einen neuen Layer setzen und unsichtbar schalten oder eben gleich aus der Zeichnung herauslöschen. Noch eine andere Sache, ich wollte ja hier einen Rahmen erstellen mit einer Schraffur. Nehmen wir an, hier zwischen diesen beiden roten Linien soll dann diese Schraffur erstellt werden. Also gehe ich her und sage Punkt wählen und gehe hier in die Mitte und habe hier meinen Schraffurpunkt. Das Ganze sollte eine durchgehende Farbschraffur oder Solid-Schraffur sein, so wie hier. Ein kleiner Hinweis dazu, da bin ich jetzt gerade beim Erstellen meiner Beispieldatei drüber gestolpert. Ich habe hier, es gibt für die Schraffur verschiedene Möglichkeiten. Entweder wähle ich meine äußere und meine innere Linie, dann wird quasi zwischen diesen beiden Linien meine Schraffur erstellt, oder ich wähle einfach einen inneren Punkt und dann wird alles ausgefüllt, was jetzt nicht die Linie kreuzt. Ich hatte hier jetzt eine Fehlermeldung und habe wirklich lange gebraucht, was die zu bedeuten hat und woran das liegen könnte. Die Fehlermeldung hieß, dass ich dass die Daten erst analysiert werden müssen und das hat ewig gedauert. Ich habe es dann immer abgebrochen mit Escape. Und der Grund dafür, wenn Sie die Fehlermeldung einmal erhalten, dass Sie quasi hier in der Mitte einen Schraffurpunkt setzen, sagen, ich möchte eigentlich alles hier dazwischen als Schraffur dargestellt haben, und dann fängt er an zu analysieren und wird nicht fertig. Das liegt daran, dass Sie wahrscheinlich diese Vektordaten nicht in einer Ebene haben. Mit dem Flatten-Kommando oder wenn Sie quasi alle Linien auswählen und dann manuell in den Eigenschaften auf 0 setzen, dann haben Sie die Möglichkeit, das zu bereinigen oder zu beheben. Was wir hier noch wiederum beachten müssen, wir können das jetzt nicht so lassen und an den Drucker schicken. Wie gesagt, jede Vektorlinie ist ein Schnitt, dann hätten wir hier mehrere kleine Rahmen drumherum. Das heißt, wir müssen die Vektorlinie hier löschen, die inneren in dem Fall. Und was passiert dann, wenn ich die lösche? Ich habe plötzlich eine Schraffur über das ganze Feld. Das will ich ja auch nicht haben. Deswegen hier generelle Tipp, die Schraffur ist weiterhin assoziativ, wenn ich die setze. Was heißt das? Das heißt, sie ist abhängig von meinen äußeren ursprünglichen Umgrenzungen. Und wenn ich diese Assoziativität ausstelle, dann kann ich jetzt, dann wird die Schraffur mehr oder weniger, ich sage jetzt mal absolut, ich kann die Polylinie auswählen und kann sie löschen und die Schraffur bleibt so, wie sie ist. So, das ist im Grunde genommen das, was ich zu sagen habe für die Aufbereitung. Am Schluss natürlich darauf achten, dass ich alle Layer, die an den Cutter gescheckt werden sollen, anhabe und dementsprechend auch die Vektorlinien ausgeschaltet habe. Und dann geht es im Grunde genommen auf die Druckseite. Und da übergebe ich an meinen Kollegen, den Martin Langolf, und verabschiede mich schon mal von meiner Seite. Danke, Carsten. So, also ich hoffe, ihr könnt meinen Bildschirm jetzt sehen. Dann gehe ich mal kurz auf die Lasercut-Einstellung mal an. Also zunächst, das ist wahrscheinlich ganz klar, sollte man Zugang haben zu so einem Lasercutter und einen Treiber installiert haben auf dem System. Dann kann man basierend auf dem Treiber auch eine PC3-Datei in AutoCAD anlegen, worüber man solche Einstellungen dann steuern kann, beziehungsweise also wie ein Druckauftrag, als ob man eine PDF plotten würde, den Job, den wir jetzt gemacht haben, auch an den Lasercutter weiterschickt. Zunächst also ein paar Möglichkeiten über die Einstellung, die wir haben in dem Lasercutter.
Man müsste hier in die Plot-Eigenschaften gehen oder Lasercard-Eigenschaften und dann über die benutzerspezifische Eigenschaften kommt man in die eigentlichen Möglichkeiten des Treibers. Und hier kann man alles für sich definieren. Also es gibt natürlich verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und ich gehe mal ganz kurz auf die entsprechenden drauf ein. Also zunächst haben wir die Auflösung, die DPI-Auflösung, hier links oben in der Ecke. Und wie auch beim ganz normalen Druckauftrag, desto höher die Auflösung, desto besser ist die Qualität. Natürlich dauert auch dementsprechend der ganze Auftrag ein bisschen länger. Des Weiteren ist die Möglichkeit hier unten, also die Ausrichtmöglichkeiten des Druckauftrags. Und hier drüber kann man auch zum Beispiel den Ausgangspunkt von Lasercutter bestimmen. Also sowas ähnliches wie der Orbitpunkt oder Ausgangspunkt in einer Zeichnung. Also die weitere Option ist hier die also Rotary-Option. Das ist sozusagen, also es gibt die Möglichkeit auch Rotierung und so weiter vorzunehmen, zum Beispiel von Text und so weiter. Also das ist jetzt keine Einstellung, die bei diesem Projekt verwendet wurde, also daher überfliege ich das einfach nur, du wolltest erwähnt haben. Gehen wir mal weiter hier zu dem nächsten Punkt und zwar zu dem CO2 und den Fiber-Einstellungen. Also das ist bei den Lasercut-Maschinen so, dass die zwei verschiedene Möglichkeiten des Lasercuttings haben, also einmal über ein CO2 oder über eine Optik-Fiberglas. Die Optik-Fiberglas-Methode ist mehr oder weniger eine Lichtquelle, die gesammelt wird und verstärkt über einen optischen Fiberglas ausgegeben wird. Und also so wird ein Element dann halt geschnitten oder das Material, was wir zum Lasercutting verwenden. Im Vergleich zu der CO2-Methode ist das eher eine etwas langsamere Art vom Lasercutting. Die CO2-Methode hat den Vorteil, dass es meistens durch dickeres Material schneiden kann und das wird eher dafür eingesetzt, also wenn das Material so circa 5 mm oder dicker ist, dann kommt die CO2-Methode normalerweise zum Einsatz oder öfters, wo der Vorteil zu dem Fibercutting Methode ist einfach, dass es etwas schneller durch dickeres Material schneiden kann und öfters ein bisschen bessere Qualität rausgibt. Also jetzt beim Schneiden. Dann haben wir noch die Autofokus-Einstellung, was die Möglichkeit oder es unterstützt, dass das Gerät automatisch den Abstand zu dem Material erkennt und beeinflussen kann. Also wenn diese Einstellung aktiv gesetzt wird. Also für das Schachbrett und so weiter wurde die CO2-Methode verwendet. Also sprich, wir belassen dann auch die Einstellung dementsprechend dabei. Dann haben wir als nächstes den Job-Type. Das ist jetzt, was Carsten auch erwähnt hatte. Also das Raster, das ist das Eingravieren beziehungsweise das Vektor, was das Durchschneiden des Materials festlegt. Also in diesem Beispiel, da wir beide Methoden einsetzen, haben wir die kombinierte Einstellung, auch dementsprechend im Lasercut. Die nächste Option sind die Papiergrößeneinstellungen. Also das kann man auch im Treiber festlegen. Muss man allerdings nicht, also wie Carsten das auch schon erwähnt hatte, kann man das auch in dem Beispiel über das Limiten festlegen, in der Zeichnung direkt. Und das in der Regel ist eigentlich die Methode, die jetzt in diesem Projekt verwendet worden ist. Also das kann man allerdings auch im Treiber festlegen, wenn man es mag. So, dann gehen wir weiter zu der rechten Seite und zwar von dem Raster-Einstellung und den Vektoreinstellung. Das hier ist generell sind die Einstellungen, die materialbasierend sind und eigentlich die Geschwindigkeit,
die Frequenz und natürlich auch die Power von dem Lasercutter festlegen. Also das ist natürlich jetzt etwas, man müsste es vorab wissen, welches Material, welche Einstellung benötigt. Dann sollte man auch, glaube ich, ein bisschen damit rumprobieren, was besser sich eignet für ein bestimmtes Material, wenn man zum Beispiel jetzt Acryl nimmt oder vielleicht eine Metallplatte, werden da auch dementsprechend wahrscheinlich mehr Power verwendet und die Frequency. Also ich komme gleich nochmal drauf ein, was die Power- und Frequency-Einstellungen da eigentlich bedeuten. Also glücklicherweise gibt es natürlich solche, wer jetzt niemand mit Laser-Cutting-Maschinen gearbeitet hat oder keinen Zugriff drauf hat, es gibt solche Methoden wie zum Beispiel der Makerspace hier in Garching in München oder es gibt auch einen Platz in Hamburg, der heißt Attraktor. Und natürlich gibt es auch verschiedene Firmen in der Welt, die sowas als eine Dienstdarstellung anbieten, wo sie das einfach so einen Druckauftrag anfordern können. Das war also sehr oft in solchen Ressourcen ist es auch so, dass die haben auch die Experten, die sich mit den verschiedenen Materialien auskennen und ihnen da bei diesen bestimmten Einstellungen auch sie beraten könnten, was jetzt besser zum Beispiel für Holz, Acryl oder auch andere Materialien passen würde. Jetzt noch mal ganz kurz zurück zu den Speed, Power und Frequency Einstellungen. Also die Speed Einstellung, das wahrscheinlich selbst erklären, das bestimmt einfach die Geschwindigkeit des Laserkopfs an dem Lasergerät. Des Weiteren die Power ist die Einstellung, die für die Laserstärke verwendet wird. Also desto mehr, desto höher die Einstellung, desto stärker schneidet der Laser dann dementsprechend durch das Material. Und die Frequency, die wird dazu verwendet, um die Hitze des Strahls zu bestimmen. Also eine Kombination von diesen Einstellungen ist dann auch dementsprechend für das Material, können die jeweils entweder höher oder niedriger liegen. Also das ist vollkommen materialabhängig. Dann springen wir mal weiter rüber zu dem nächsten Tab, und zwar Advanced. Also für das bestimmte Projekt, das haben wir jetzt nichts hier verwendet, um die Advanced-Einstellung zu implementieren. Das wird eher für eine Technologie wie zum Beispiel jetzt Gummistempel, wenn Sie jetzt an Büro ein Büro denken würden, Sie würden höchstwahrscheinlich also solche Stempel, wo man Datum drucken kann oder stempeln kann auf ein Stück Papier. Also das ist die Definition hier in meinem Beispiel für einen Gummistempel und dazu werden also diese Advanced-Einstellungen benötigt, weil da ist ein bisschen mehr Aufbereitung auch dahinter. Daher, also wir überfliegen das einfach nur mal und wollen es erwähnt haben. Weiter gehen wir zu den Color Mapping Einstellungen. Also das ist schon, wie auch Carsten erwähnt hat, das ist es ist möglich, um dem Modell jetzt ein bisschen mehr Gefühl, Farbe und Ausdruck zu geben, möglich, dass man über die Farbeinstellung definiert, also wie tief ein Lasercut gehen soll, beziehungsweise ob es nur ausgraviert wird oder durch das Material durchschneidet. Es gibt natürlich auch viel mehr Kontrollmöglichkeiten basierend auf den verschiedenen Farben, um das Lasergerät jetzt zu beeinflussen, wie es auf bestimmte Farben reagiert und wie Ihr Modell dann anschließend aussehen wird. So, dann das wäre es eigentlich soweit von den Möglichkeiten jetzt in unserem Beispiel. Es gibt natürlich verschiedene Lasercut-Maschinen, die mit verschiedenen Möglichkeiten kommen, aber im Generellen sind das mehr oder weniger die gleichen Möglichkeiten. Es wird wahrscheinlich nur der Treiber etwas anders aussehen. Sobald wir also hiermit fertig sind und wir sind soweit zufrieden mit unseren ganzen Einstellungen, die wir festgelegt haben, müssten wir eigentlich nur den OK-Knopf drücken. Und wir kommen dann auch schon direkt wieder zurück in das AutoCAD-Plot-Dialog, was wahrscheinlich mehr oder weniger das bekanntere Dialog für alle CAD-Benutzer sind.
oder ist, Entschuldigung. Und wir müssten dann eigentlich nur noch festlegen, was genau wir plotten möchten. Also da müsste man auch etwas ausprobieren. Also am besten, da kommen wir, glaube ich, ein bisschen später noch drauf ein, nimmt man vielleicht einen Karton oder ähnliches, um jetzt für das bestimmte Modell einfach mal so einen Testdruck zu machen auf so einen Lasercutter. Und um jetzt zu vermeiden, dass das teure Material dann dadurch verschwendet wird, wie zum Beispiel Acryl oder Holz. Und also durch einiges probieren und testen am besten, um jetzt die besseren Resultate zu erzielen, war die Einstellung Fensterplot zu verwenden, also dass wir einen Bereich festlegen über ein Fenster und das Ganze 1:1 plotten, um Skalierungen zu vermeiden, die jetzt möglicherweise durch das Anpassen eines Plotmaßstabs dann auch nicht ordnungsgemäß an den Lasercutter weitergeleitet werden. Sobald wir also mit den ganzen Einstellungen zufrieden sind und wir haben dann auch einen Testplot oder zwei gemacht, um jetzt unseren Endresultat oder unser Modell jetzt an dem Lasercutter weiterzuleiten, brauchen wir eigentlich nur noch den OK-Button drücken. Also leider habe ich das Gerät jetzt nicht zur Hand, darum kann ich das nicht live demonstrieren, aber da werden wir auf jeden Fall noch ein paar weitere Bilder und ein kleines Video zu sehen. Wie gesagt, wie bei einem ganz normalen Plot, einfach auf den OK-Button drücken und schon wird auch dementsprechend der Plot-Auftrag oder in diesem Fall ein Lasercut-Auftrag an das Gerät weitergeleitet. Und ich gebe mal ganz kurz noch an den Bernd weiter, dann schauen wir uns einfach mal so ein kleines Demonstrationsvideo an. Einen Moment, wir suchen uns das Video mal kurz raus. Also ich müsste es mal ganz kurz runterladen von unseren Online. Oder wir können es. Okay. Also Bernd, springt mal kurz ein und ich lade das Video mal ganz kurz runter. So. Ja, bevor wir das Video ansehen, zeige ich mal noch ein paar Bilder. Und zwar gerade von unserem Schachspiel. Das ist jetzt hier dieses Holzbrett, das über Lasercutting ausgeschnitten worden ist. Die Figuren, die wir gerade mit dem Carsten zusammen gezeichnet haben. Und dann mit Martin dann zusammen an den Plotter geschickt haben. So werden die Teile dann ausgeschnitten. Die zwei Herren hier, die kümmern sich darum, die haben auch ganz offiziell einen Beruf, in dem sie ganz toll basteln dürfen und stecken dann einfach nur noch diese Figuren zusammen und dann haben wir schon mal die weißen Männchen für das Schachspiel fertig und dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die Schwarzen. Damals hier ein bisschen gemogelt, haben irgendwelche anderen Schwarzen genommen und da ist irgendwann die schwarze Farbe ausgegangen, deswegen haben wir noch ein orangenes. So, und Bernd, das ist, glaube ich, die Schwarzen sind 3D gedruckt worden. Das ach, die ja, sind 3D gedruckt worden. Ja, das ist natürlich die andere Variante. Okay. Ja. Dann ist das schwarze Kunststoff ausgegangen und verstehe. Okay, dann haben wir hier noch ein paar zusätzliche Quellen. Einmal das Download von Autodesk Print Studio. Das ist eigentlich hauptsächlich für 3D-Drucken. Und wir haben dann noch von Autodesk Build Space haben wir noch so zwei Links zu Facebook und Twitter, wo halt diskutiert werden kann, Fragen gestellt werden können. Hier mit Anleitung Laser Cutting Klasse für Anfänger. Da wird einfach mal auch durch ein Video gezeigt, wie das mal grundsätzlich nochmal geht.
Dann drunter sind zwei Dienstleister, einmal Ponoco, vielleicht jetzt hier nicht ganz so relevant, weil die sitzen in den USA und in Neuseeland, aber falls Sie mal global irgendwie cutten wollen, dann nehmen Sie Ponoco. Wenn Sie es lieber gerne regional haben, dann nehmen Sie Makerspace. Die sitzen in Garching, also Garmisch-Partenkirchen, südlich von München, direkt an der Zugspitze. Und ja, ihr Pendant sitzt dann in Hamburg noch. Da ist eine zweite Firma, Artakta, oder wie hießen die? Attraktor, genau, Attraktor heißen die, genau. Und ja, bevor wir jetzt mit dem Martin, bist du schon soweit mit dem Video oder sollen wir erstmal das Poll noch machen? Dann machen wir nochmal einen kurzen Poll, meine letzte Frage. Ja. Haben Sie denn heute was gelernt? Na, 45% gewotet, 55%. Sind noch ein paar, die gern voten möchten, abstimmen möchten? Okay. Aber das Ergebnis ist doch recht schön. Alle haben was gelernt. Das ist doch super. So muss es sein. Und jetzt, ganz zum Abschluss machen wir gleich sicherlich nochmal das Video. Ah, wir sind schon soweit. Bevor wir dann ganz zum Ende kommen, übergebe ich jetzt nochmal ganz kurz an Martin. Und er zeigt uns noch kurz ein Video. Danke, Bernd. Also das ist ein bisschen peinlich, aber ich habe das Video jetzt doch wieder gefunden. Und ich springe mal ganz kurz durch die Einstellungen hier von TeamView. Also das ist jetzt eigentlich nur, um mal ganz kurz demonstrieren, wie so ein Laser-Cut dann in Echtzeit aussehen würde, wenn man dann den Job an das Gerät schicken würde. Also das ist jetzt auch dementsprechend dieses Schachbrett, was dann live gemacht wurde. Also wie Sie sehen, das graviert jetzt auch die ganzen Mustern in das Acrylmaterial ein. Martin, wissen wir, wie lange das gedauert hat am Ende? Also ich habe leider keine Zeitangaben oder genauen Zeitangaben, aber das ist auch, ja, also es kommt ganz drauf an, welche Qualität man verwendet. Also wenn man jetzt auf der höchsten Qualität mit DPI-Auflösung und so weiter arbeitet, dann würde es wahrscheinlich, ja, ich denke mal schon so 20, 30 Minuten dauern, vielleicht sogar noch länger. Also, wie Sie sehen, das ist eigentlich ein selbsterklärendes Video und ja, dementsprechend, welche Qualität man bekommen möchte, könnte auch der Auftrag ein bisschen länger dauern. Ja, das wäre es jetzt eigentlich auch von dem Video. Ich gebe dann wieder an den Bernd weiter.
Ja, wir sind eigentlich schon fast fertig. Schön, dass Sie dabei waren. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, ne, Sie können uns Fragen stellen oder auch Ideen geben für zukünftige Webinare. Unter diesem Link, die PowerPoint, kriegen Sie ja dann sozusagen indirekt zugeschickt, falls Sie eine E-Mail bekommen am Anschluss dieser Webinar mit einem Link, und da finden Sie dann die PowerPoint. Oder Sie können uns direkt schreiben mit der unten genannten E-Mail-Adresse autodesk.help.webinars@autodesk.com, Betreff Bildschirm AutoCAD IQ. Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann wäre das jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Es scheint keine Fragen zu geben. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie teilgenommen haben. Ich danke auch Martin, ich danke auch Carsten. Die Verbindung am Ammersee ist wohl doch nicht so schlecht. Und würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, gegen Ende April. Das Thema wird noch bekannt gegeben. Bis dahin, schöne Zeit. Tschüss.